Das Magazin Wirtschaftsfenster MV wird kofinanziert von der Europäischen Union. Ich begrüße Sie zum Wirtschaftsfenster MV. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in drei Beiträgen wollen wir Ihnen auch in dieser Ausgabe wieder Beispiele vor Augen führen, wo und mit welchen Effekten europäische Fördermittel in unserem Land zum Einsatz kommen. Dieses Thema führt uns in ganz unterschiedliche Bereiche. So besuchen wir einen Tierpark vor seiner großen Neugestaltung. Wir besuchen eine Indoor-Spielewelt, die gerade neu eröffnet wurde. Und wir schauen auch in den Bereich Medizintechnik. Dazu berichtet unser erster Beitrag jetzt aus Rostock. Seit neuestem ist die Universitätsmedizin mit einem von nur insgesamt 4 hochmodernen, mobilen Computertomographen in Deutschland ausgestattet. Zu finden ist dieses Gerät an der Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie der Unimedizin Rostock. Um Tumore am Gebärmutterhals oder an der Prostata punktgenau bestrahlen zu können, ist eine hochauflösende Bildgebung aus nächster Nähe notwendig. Der 3D-Computertomograph liefert während des Bestrahlungsvorganges ein zielgerichtetes Bild, um den Applikator mit der Strahlenquelle noch effizienter und genauer am Tumor platzieren zu können. Der 3D-CT-Ring selbst dient hierbei nur als Bildquelle. Der CT-Ring kann im OP-Raum flexibel bewegt werden, sodass für jeden Patienten je nach Krankheitsbild optimale Aufnahmen entstehen. Über 2 große Bildschirme sowie eine Handkonsole können die Aufnahmen direkt eingesehen und beurteilt werden. Wir hatten bisher für die Brachytherapie ein Durchleuchtungsgerät, was quasi keine 3D- oder dreidimensionale Bildgebung erlaubte. Und mit diesem mobilen CT-Ring können wir jetzt im operativen Setting für bestimmte Tumorentitäten vergleichbare Bildqualität generieren wie mit einem stationären CT. Und es ist nicht mehr notwendig, dass die Patientin oder Patient während der Behandlungsplanung den Behandlungsraum verlassen und in ein diagnostisches CT eingebracht werden muss. Der hochmoderne Computertomograph wurde mit Mitteln in Höhe von 830.000 Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung finanziert. Ohne Unterstützung des Fonds hätten wir uns dieses mobile CT nicht leisten können, weil quasi die Technologie noch Entwicklung befindlich und deswegen sehr kostenintensiv ist, und das wäre aus Mitteln der Klinik oder des Universitätsklinikums alleine nicht möglich gewesen. Beim Einsatz des 3D-CT-Rings kooperiert die Poliklinik für Strahlentherapie mit dem Hersteller, um die noch junge Technik fortlaufend weiterzuentwickeln, damit diese zukünftig auch bei anderen Krebserkrankungen eingesetzt werden kann. Und damit zu ganz anderen Themen, die eher dem Bereich Freizeit und Tourismus zuzuordnen sind. In unserem Magazin berichteten wir bereits über Planung und Entstehung einer neuen Indoor-Spielewelt, die nun lang erwartet eröffnet werden konnte. Endlich ist es soweit. Unter den begeisterten Jubelrufen der Kinder wurde am 28.02. der Indoor-Spielplatz Frido und Skippy eröffnet. Nach gefühlt endlosen 2 Jahren Bauzeit ist die Indoor-Spielewelt in Granzow bei Miro fertig. Geschäftsführer Dr. Christian Otto Limburg ist zufrieden und erleichtert. Wir sind sehr froh, dass wir endlich fertig sind. Hat lange genug gedauert. Gleichwohl, Sie hören schon am Geräusch, die Kinder haben Spaß. Und nicht nur die Kinder haben hier Spaß, sondern die Eltern auch, weil die dann tatsächlich mal 2 Stunden ruhig auf ihre Kinder gucken können. Die Eltern ruhig, trinken da ein Glas Wein oder essen eine Kleinigkeit dabei und die Kinder spielen. Geplant war die Eröffnung eigentlich zum Ende des Jahres 2023. Die Idee für die Spielewelt entstand sogar schon im Jahr 2018. Unter anderem war das Projekt durch gestiegene Materialpreise und die Corona-Pandemie ins Stocken geraten und hatten so zu der Verzögerung geführt. Von den rund 2,3 Millionen Euro Investitionskosten wurden 400.000 durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung gefördert.
Einerseits ist der Indoor-Spielepark eine saisonverlängernde Maßnahme für den ansässigen Ferienpark und andererseits soll er auch ein Freizeitangebot für die mecklenburgische Kleinseenplatte und die Gegend drumherum sein. Umso schöner, dass jetzt alles fertig ist und das Angebot so gut angenommen wird. Die Leiterin der Spielewelt, Caroline Schulz, hat alle Hände voll zu tun. Also das Angebot hier wird sehr gut angenommen. Wir haben auch die große Unterstützung vom Ferienpark, wo in den Ferien natürlich viel los war. Auch mehr, als wir Kapazität haben. Aber wir versuchen natürlich, alle glücklich zu machen. Die Eltern genauso wie die Kinder. Besonders unsere Geburtstagsseparés zum Geburtstag laufen sehr gut. Und da können wir auch viel realisieren. Auf knapp 800 Quadratmetern können die Kleinen nach Herzenslust spielen und toben. Und auch die Größeren können es sich hier gut gehen lassen. Ein Restaurant mit warmen Speisen und Getränken, Kuchen und Kaffee lassen auch hier keine Wünsche offen. Die Region ist mit der Indoor-Spielewelt Frido und Skippy um eine Attraktion reicher. Ganz nach dem Motto, was lange währt, wird endlich gut. Und damit sind wir auch schon bei unserem letzten Beitrag für diese Ausgabe und dieser führt uns nach Grimmen. Dort gibt es schon seit 1957 einen Tierpark, der sich nun aus guten Gründen umfangreich verändern soll. Der Heimattierpark Grimmen steht vor einem aufregenden Wandel, denn endlich steht der große Umbau bevor. Viele Herausforderungen wie die Covid-Pandemie oder teure Ressourcen verzögerten den Start. Doch im Juni soll es schließlich soweit sein. Mit der geplanten Neugestaltung des Tierparks sollen gleich mehrere Bereiche in Angriff genommen werden. Die Hauptgründe sind wirklich so, dass eben die Infrastruktur marode ist. Man hat sich jetzt überlegt, bei der Masse natürlich, machen wir jetzt peu à peu, immer da ein bisschen und da ein bisschen. Aber wer schon mal bei der eigenen Haustür gesehen hat, wenn jetzt eine Abwasserleitung gebaut wird, wird die ganze Straße aufgerissen. Und dementsprechend wird das bei uns auch gemacht. Das heißt, die Wegeführung wird ja neu gemacht. Und in diesem Atemzug hat man eben gesagt, wenn wir sowieso schon unter die Erde gehen, um alle Leitungen neu zu machen, dann können wir auch über die Erde gehen und dort eben neue Tierarten oder neue Tieranlagen bauen. Die bauliche Planung übernehmen die Tiergartengestaltung Wiesenthal sowie das zuständige Bauamt. Der Umbau auf der Südseite wird vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung mit rund 9 Millionen Euro gefördert. Genau hier befindet sich auch der erste Bauabschnitt. Mit einem komplett neuen Wirtschaftsbereich sowie einer Krankenstation, Sozialgebäude und einsehbaren Futterküche will der Tierpark seine Infrastruktur verbessern. Die alten Räumlichkeiten entsprechen nicht mehr den Anforderungen und müssen erneuert werden. Aber auch für Besucherinnen und Besucher hält der Tierpark einige Ideen bereit. Nun war es ein glücklicher Zufall für uns oder Umstand, sagen wir mal so, dass hier in der Nähe ein Dinosaurier-Skelett gefunden wurde. Da springen wir so ein bisschen auf, dass der Spielbereich Richtung Dinosaurier geht, Ausgrabungsstätte und so. Aber dass man da die Chance hat zu sagen, was sind denn eigentlich die lebenden Verwandten der Dinosaurier? Also Richtung Reptilien so, dass wir in Freilandterrarien gestalten. Neben den neuen Attraktionen fokussiert sich die zweite Bauphase vor allem auf eins, das Eingangsgebäude. Hier sollen Interessierte die Möglichkeit haben, ein Eis oder einen Kaffee zu bestellen, um den Tierparkspaß abzurunden. Die ehemalige Kasse des Vertrauens wird zu einer Kasse am Eingang. Zudem werden Besucherinnen und Besucher in Zukunft von einer begehbaren Wellensittichfoliere begrüßt. So liegt der Fokus des Heimattierparks Grimmen auch nach dem geplanten Umbau weiterhin auf dem Erlebnis zwischen Tier und Mensch. Viele Tierarten bleiben und erhalten neue, größere Anlagen. Zudem ist Natur- und Artenschutz immer noch von Bedeutung. Um die Erfahrung sogar mit nach Hause zu nehmen und etwas zu lernen, hat sich der Tierpark etwas Besonderes einfallen lassen. Und uns geht es eigentlich nicht darum, dass wir Natur- und Artenschutz irgendwie weltweit betreiben, wie große Zoos das machen, sondern eher vor Ort. Also jetzt in diesem neuen Bereich zum Beispiel ist auch ein Thema naturnaher Garten, dass wir den Leuten so unbewusst mitgeben, was kann ich eigentlich zu Hause machen? Lasse ich mal ein bisschen Laub liegen oder pflanze ich was für die Wildbienen an? Dass man sagt, man ist eben direkt hier vor Ort und an dem Besucher dran, um ihn mitzugeben, Mensch, was kann ich denn eigentlich machen? Wann der Umbau abgeschlossen sein wird und wie viele Bauphasen letztendlich umgesetzt werden können, ist noch unklar. Vieles hängt von der Fördermittelhöhe ab, die nach den schrittweise fertiggestellten Bauabschnitten übrig bleibt. Auch wenn der Heimattierpark nun die größte Umbauphase beginnt, bleibt er weiterhin ein Ort der Begegnung zwischen Tier und Mensch, zwischen Lernen und Erlebnis.
Ich denke, da werden wir den Fortschritt dieses Projektes auch in unserem Magazin noch einmal wiederfinden. Das waren unsere Beiträge für diese Woche. Mehr dann ab Karfreitag hier an dieser Stelle. Wirtschaftsfenster MV.